Auch privat greift Ray Austin heute gerne noch zur Gitarre. Mit Bands wie den Original Hallelujah Stompers hat sich der 68-Jährige in der Region einen Namen gemacht. Und auch heute packt ihn manchmal noch der Blues. I got the blues in my pocket, blues in the soles of my shoes. Ain't no matter where you care to look, I think you find that I have got the blues. Auch wenn er für uns eher die melancholischen Töne anstimmt, der gebürtige Brite fühlt sich nach wie vor sehr wohl in Südbaden. Es hat Ähnlichkeiten übrigens mit Schottland im Schwarzwald manchmal. Aber ich fühlte mich hier immer zu Hause. Wir hatten eine Kneipe in Gottenheim, eine Musikkneipe Halifax und sogar die Humor dort fand ich ein bisschen ähnlich wie unser Zuhause. Neben der Musik arbeitet Austin mittlerweile als englischer Übersetzer und spricht Lehrvideos ein. Sich selbst hat er schon immer als Menschen mit vielen Gesichtern verstanden. Irgendwie fing das in England an, als ich studiert habe, habe ich da angefangen mit Gitarre. Da spielte ich schon Trompete. Aber irgendwie das Produzieren von anderen Talenten hat mich immer fasziniert. Mit der Freiburger Wodanhalle lebt Austin diese Faszination nun aus. Er war bereits 1998 eines der Gründungsmitglieder der früheren Brauereihalle. Was viele aber nicht wissen, Austin ist auch derjenige, der seitdem die großen und kleinen Showacts nach Freiburg holt. Dank zahlreicher Kontakte durch seine Vergangenheit im Jazzhaus und als Radiomoderator nicht schwer. Die haben sich bei mir gemeldet. Also, ne, ich krieg unendlich viele CDs und Links und MySpace-Adressen und ich bin ziemlich wählerisch. Hat sich schon einen Namen gemacht, auf den man stolz sein kann? Doch, ich bin stolz auf das, was wir hier machen. Unsere Frage, ob er sich eher hinter den Kulissen oder auf der Bühne wohler fühlt, für Austin nicht so leicht zu beantworten. Es habe eben beides seine Vorzüge. Highlights, also ich habe so viel Glück in mein Leben. Es ist gefüllt von Highlights, weil Highlights sind nicht immer das Große. Ne? Highlights sind auch schöne Momente mit meiner Frau. Ne? Also es ist nicht nur Musik. Doch trotz vieler Projekte in den letzten Jahren war es recht ruhig um Ray Austin geworden. Und das hatte seinen Grund. Das lag daran, dass ich aus der Kneipe in Gottenheim aus dem Halifax, dass wir rausgegangen sind und dass ich einige Jahre einfach etwas weniger Musik gemacht habe. Mir hat die Pause auch gut getan und mehr mich auf die Übersetzungen und solche Sachen und auf die Familie. Nun möchte der Musiker mit der Wodanhalle noch einmal Vollgas geben. Wohin ihn dabei sein Weg in den kommenden Jahren führen wird, das weiß er noch nicht. Doch eines steht fest. Hauptsache, es macht Spaß. Wenn es keinen Spaß macht, dann höre ich auf.